Servus Leute, willkommen zurück zu Planescape Torment. Letztes Mal sind wir Gefängnis, ins Gefängnis gekommen. Weil wir waren da im Untergrundding und jetzt wollen wir uns hier weiter umsehen. Da war glaube Erledigt. ich. Schon gut. Verpisst euch! Da war glaube ich nichts drin. Anna. Danke. Was mich hier wohl Erledigt. erwarten wird? Ich rechne mit schlimmen Gegnern. Warum kann ich das? Egal. Ist das? Warum kann ich hier nicht. Warum wird hier jetzt nicht angezeigt, von wegen was das ist, wegen Fragezeichen und so? Erledigt. Oh. Ich suche Ärger, den könnt ihr haben. Was macht das Litanei der Flüche überhaupt? Was macht der Korn da? Kämpft ganz alleine, Mann, ist das blöd. Davon, wenn er so blöd ist und ganz alleine in den Kampf zieht. Helft ihm mal. Wie ist denn das jetzt passiert? Moment mal, jetzt kann ich das wenigstens mal testen. Wo liegt denn die gute Grace? Weg damit! Ich werde mal versuchen, Schon sie gut. wiederzubeleben. Ach nee, das dauert zu lange, laden. Gut, Schon gut. wir müssen aufpassen. Erledigt. Keine Ahnung, wie Grace jetzt gestorben ist. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Erledigt. So. Was gibt's? Litanei der Flüche. So, und der Rest wartet hier. Grace, du bleibst jetzt schön zurück. Abgemacht. Es hat noch ein paar böse Sachen für euch. Okay, hast du noch irgendwas? Du kannst Blindheit zaubern. So, jetzt Attacke. Killt doch den Dödel. Eine Pfütze in der Mitte nervt volle Kanne. Und schon wieder muss die arme Grace Hammer mit sich tragen. Jetzt habe ich wenigstens gesehen, dass Blitz herbeirufen. Geil. Jetzt habe ich wenigstens gesehen, dass wenn jemand stirbt, dann kann man den einsackeln und alles wegnehmen. Oh, Grace ist total überladen. Blitze. Eismesser. Untote festhalten. Fluch brechen. Ja. Nur von Priestern. Ja, das weiß ich doch. Du bist doch eine Priesterin. Da sind die Blitze.
Naja. Dann eben nicht. Aber diese Kerle, die sind gar nicht mal so schwach. Jetzt sollte ich Grace den Ring geben. Ein Ring ohne Antrag? Wie unschicklich. 0 minus 1. Ein Ring ohne Antrag, wie unschicklich. Was sagt Anna? Nix. Ich hab 8. Oh je, ich werde so oft getroffen. Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Ein Ring ohne Antrag? Wie unschicklich. Nicht erwartet, dass Grace sowas sagt. Erledigt. Ich in deren Lage. Shit. Bin ich in deren Lage eingebrochen, wollte ich erst fragen. Nee, der Flüche. Ich müsste mal nachgucken, was das alles drauf hat. Mords, du Idiot, was gehst du da hin? Komm gefälligst zurück. So, du Idioten. Oh Gott! Bitte pack noch einen Blitz aus. Oh, heilige Möhre. Okay, ich muss die ausrotten. Ist klar. Schön sachte. Den großen verwenden sollen, egal. Ein für mich. Hast du nochmal so einen geilen Blitz drauf? Nee. Und die gute Grace haut da erstmal ganz schnell ab. Ihr beide auf den und Anna ebenfalls auf den. Oh oh, die verprügeln Anna, diese Idioten. So, ihr drei auf den. Ignis zaubert was Krasses. Du wartest erstmal. Muss Grace so in die Offensive gehen? Das gefällt mir gar nicht. Verschwinde. Oh, die verprügeln Anna. Das ist doch unfair. Die gehen alle auf eine Frau. Ignis Zauber irgendwas. Irgendwas, mir egal. Oh ja. So, ich muss was zu mir nehmen. Zum Glück habe ich mehr als genug Zeug. Alle auf ihn. So, es sind zwei. Boah, gut gemacht, Leute. Da will ich. Silberarmreif oder was das jetzt war. Warum nicht? Oh, da liegt noch was. Da.
Kannst du Mord teilen? Nicht schlecht, Grace. Oh, da liegt noch was. Danke. Das war wieder einer dieser krassen Momente. Na, oh, ich werde müde, das ist doof. Jetzt schon. Das heißt, jetzt schon ist 2 Uhr morgens. Du Penner. Na, warte. Hast du mir den Falschen angelegt? Bist du dumm? Bleib hinten, verdammt nochmal. Sollst zaubern. Ist das... Oh, ich muss einstecken. Gut, er ist weg. Ja? In Ordnung. Chris, kannst du mich heilen? Segen, schwere Wunden heilen, kritische Wunden heilen. Nicht schlecht, Grace. Lala, Grace. So spare ich mir wenigstens ein bisschen Heilung. Ich bin weg. Oh, okay, es ist umsonst. Da geht's garantiert weiter. Das sieht echt wie ein Gefängnis aus. Geh mal da nach links. Oh, da liegt Geld. Das will ich doch haben. Danke. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh, gar nicht mal so schlecht. Blut-Talisman. Talisman. Blutgerinnsel-Talisman. Da ist auch ein Herz-Talisman. Dem mal dem Namenlosen. Schon gut. Eine Leiter. Diesmal Zauber anständig. Zauber noch irgendwas. Irgendwas, mir egal. Geil. Hat leider abgewehrt, den ersten. Lass da komm in Ruhe, du fieser Fatzke! Das war der Core einmal. Anna ein dickeres. Und Grace einmal. Ne, zweimal. Warum greift Grace eigentlich an? Ich verzieh dich zurück. Lass Mord in Ruhe, du Arschgesicht! Auf ihn! Oh mein Gott, das war knapp. Grace! Jetzt der da! Ja, Grace! Gib ihm eine Ohrfeige! Okay, Anna mal wieder. Zum Glück habe ich so viel Heilung gekauft, sonst wäre ich jetzt so am Arsch. Du Sack! Erledigt. Oh mein Gott. Diese Typen sind krass, aber die geben gut Sachen. In tonnenweise Geld, geil. Dein Wille geschehe. Gut, das wollte ich zwar nicht. Oh, ein Blut-Talisman, geil. Dein Weg ist der meinige. Da liegt doch noch was. Sammel das auf, der Korn. Ja, da. Dein Wille geschehe. So,
Spot Race. Beat, Siegen, verdammt. Muss ich es eben so machen. Einmal du, den gibst du mir. Warte, Moment, das ist ein Bluttalisman, den kannst du selber behalten. Ich nehme auch einen kleinen. Geil. Ja, und speichern. Ja, Save State Abusing oder wie auch immer. Alter, das ist 4. Hast du nicht noch was? Nee. Ja! Achso, ich habe auch Schaden genommen. Scheiße. Nicht nur ich, alle meine Leute. Ich glaube, ich sollte erst zaubern, wenn keiner in der Nähe ist. Okay. Du kannst aber gern noch was zaubern. Ihr drei. Ja, kill ihn! Attacke! Was brauchen die auch so lange, um anzugreifen? Oh, meine ganze schöne Heilung, da geht sie dahin. Egal. Greif alle Mord an, diese Säcke. Hier, verreckt ihr Deiwillen. Oh ja. Jetzt der da. Oh nein, jetzt wird Grace angegriffen. Abgemacht. Panzer. Das ist Schluss mit euch. Das machen wir mal. Ich weiß nicht, was das macht, aber... Ja, diese Säcke, die teilen ganz schön aus. Zum Glück habe ich mehr als genug Heilung. Aber so viel Heilung habe ich auch nicht mehr. Schon gut. Noch irgendeiner, der aufs Maul will. Nach unten geht's auch. Ich bin weg. Warum kann ich hier nichts mehr anklicken? Von wegen, ja, sag mir, was das ist. Käse, Kohlentalisman, Kakerlakenzeug. Ich bin weg. Erledigt. Noch ein Gegner. Ich habe gelesen, dass in der Neuauflage von Planescape Torment, also Steam-Version, dass man sich da mit einer Taste anzeigen lassen kann, was man anklicken kann oder was man durchsuchen kann. Das geht hier nicht. Schon gut. Okay, da ist Schluss. Schon gut. Schon gut. Wir gehen zurück. Erledigt. Ich bin weg. Schon gut. Oh, da liegt Zeug. Erledigt. Zackel ich das erledigt. Ein. So, Geld ist hier wirklich mehr als genug. Okay, jetzt gehen wir mal da runter. Ich bin weg. Ich bin weg. Da liegt auch was. Ich meine, das sieht zwar überhaupt nicht wie ein Gefängnis aus, aber... Okay, pack irgendeinen krassen Zauber aus. Oh, mach dir nix. Kill ihn!
Warum auch immer, die machen nichts. Wahrscheinlich wegen Ignis Schrecken. Eine schwache Stelle. Ja! Super geil. Noch mehr Gold. Bekommst du sofort, Meister? Bekommst du sofort, Meister? Mord kümmert sich drum. Mord kümmert sich drum. Erledigt. Hm? Noch ein Gefängnis. Ich weiß nicht, soll ich die aufmachen? Ich würde dahinter sind 1000 Gegner. Vielleicht war das ein Fehler. Egal, versuchen wir's. Hä? Trias. Du bist dieser Engel. Erledigt. Ich bin weg. Aber was war denn in dem Gefängnis oben? Schon gut. Da. Ich bin neugierig, ich gehe da mal hin. Ich hoffe, die Wache kommt nicht neu. Die Musik hat sich, glaube ich, geändert. Das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Da kommt der Erste. Sehr. Du auch am Tor zerrst und rüttelst, es bleibt fest verschlossen. Irgendetwas sagt dir, dass du für diese Tür einen Schlüssel brauchst, einen besonderen Schlüssel brauchst. Schon gut. Gut, dann Trias Protest. Protest. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr seid soweit. Ich hoffe einfach mal, dass ich von ihm hier einen Schlüssel bekomme. Das ist ein Engel oder was das ist. So, jetzt nochmal gesaved. Jetzt los geht's. Erledigt. Ich bin weg. Los, Leute. Du siehst ein Wesen mit elfenbeinfarbener Haut und blendend weißem Haar. Seine Flügel sind verkohlt, die Federn zerstört. Doch immer noch strahlt er Frieden und Liebe aus. Also deswegen hat er so komische Flügel. Er scheint mit seitlich ausgestreckten Armen zu meditieren und bemerkt dich nicht. Seine Unterarme werden von Ketten festgehalten, die an dem Podest befestigt sind, auf dem er steht. Obwohl du dich nicht erinnern kannst, je einen Dever gesehen zu haben, weißt du in deinem Herzen, dass dies einer ist. Ich habe dich gesucht, Dever. Was wünschst du von mir, Sterblicher? Sprich frei heraus und überlass mich meinen Erinnerungen an das Paradies. Okay, ich hoffe, ich habe mir jetzt die Stimme gemerkt. Der Dever hebt den Kopf und lässt seinen Blick auf die Erung ruhen. Seine Stimme ist klar und melodisch. Was ist dein Begehr, Sterblicher? Sprich und dann lass mich meine Erinnerung an das Paradies nachhängen. Bevor du antworten kannst, verhärten sich die Züge des Devers und er runzelt die Stirn. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Der Dever windet den Kopf und lässt seinen Blick auf Mord ruhen. Der Gestank von Barton gibt dich Schädel. Mord entgegnet. Du riechst auch nicht besser. Wann hast du denn zum letzten Mal gebadet? Grace haucht. Ein Diver? Doch scheinen diese Ketten ihn weniger zu binden, als seine Gedanken zu unterdrücken. Bacon. Ja, jeder gibt jetzt seinen Senf dazu. Die Ketten halten ihn nicht. Sein Glaube fesselt ihn. Diver, ich hätte ein paar Fragen an dich. Du bist ein schlechter Gesellschaftssterblicher. Aber stelle deine Fragen und überlasse mich dann wieder meine Erinnerung an das Paradies. Ravel, die Hexe hat mir gesagt, ich soll dich suchen. Ravel? Ravel? Ihr Name sprüht Funken in meiner Erinnerung, aber nein, es ist weg. Diese Ketten sind wie die schlammigen Wasser des Styx. Je länger sie bleiben, desto weniger erinnere ich mich. Wenn ich befreit werde, würde ich deine Fragen zufriedenstellend beantworten. Wie kann man dich befreien? Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ein Akt der Güte, der mir erwiesen wird, wird mich befreien. Mein Schwert, meine Seele, ist ein Mittel dieser Güte. Bring mir das Schwert und schlage mir die Ketten ab. Ich stünde dann tief in deiner Schuld.
Vielleicht kann ich dir deine Suche, vielleicht kann ich dir bei deiner Suche behilflich sein. Ich tue es, leb wohl. Ja? Ich tue es, leb wohl. Ich tue es, leb wohl. Hä? Ja. Der Trias. Er lächelt traurig. Du trägst das Zeichen, du trägst die Zeichen davon auf deinem Gesicht und trägst es in deinem Herzen. Wenn man mit, ja, wenn man mich von diesen Ketten befreien würde, dann könnte ich in deiner Sache besser weissagen und dich wahrhaftiger führen. Bis dann. Der Deva zuckt die Schultern. Bis dahin kann ich dir, so bis dahin, dann zuckt er. Bis dahin kann ich dir nicht einmal einen guten Rat geben. Diese Ketten ersticken das Gedächtnis und den Instinkt. Ja, dann ich werde ein Schwert finden, jawohl. Hast du noch eine Frage? Jetzt hat er so eine Stimme. Ravel die Hexe hat mich zu dir geschickt. Sie sagte, du könntest mir etwas über meine gestohlene Sterblichkeit sagen. Ravel, die Nachthexe? Eine gestohlene Sterblichkeit? Das kommt mir alles so bekannt vor, aber ich fürchte, ich kann das Wissen nicht ins Licht zerren, solange diese Ketten mich hier einengen. Warum wurdest du eingesperrt? Die Menschen in dieser Stadt, allesamt Verräter, wissen nichts von Schönheit und Wahrheit. Sie können sie nicht ertragen. Sie haben mich hierher gelockt und in Ketten gelegt. Sterbliche verfügen nicht über die Sichtweise, die es ihnen ermöglicht, Charakterstärke zu erreichen und sich damit über ihr Begierden zu erheben. Ich habe versucht, es sie zu lehren. Da bin ich anderer Meinung, Lord Trias. Ihr habt ihnen einfach zu viel Vertrauen entgegengebracht. Ein höhnisches Lächeln verzerrt sein schönes Gesicht. My Lady Tanari, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass Sterbliche jemals diese Sichtweise erlangen können. Nicht solange ihr seid, was ihr seid. Euer ganzes Wesen trachtet doch danach, jede Möglichkeit für Sterbliche zu untergraben, über die primitiven Instinkte hinauszuwachsen. In Ordnung, das reicht. Ich habe noch mehr Fragen. Was ist das für ein Ort? Das ist das Verlies in der Stadt der Portale. Verdammnis, das Portal zu Kharzeri. Der Gefängnisebene der Götter. Dies ist die Heimat der Verräter, der Verbitterten, der Verdammten. Egal, ob sie ihre Verdammnis verdienen oder nicht. Grace, der Gefallene, unterbricht ihn plötzlich. Was denkt ihr über den Blutkrieg, Lord Trias? Seine Augen sprühen Blitze. Die Heerscharen hat der Mut verlassen. Sie wagen es nicht, den Scheusalen direkt gegenüberzutreten, wo ihr Geist ihre Liebe zur Reinheit. Meine Stabschefs führen den Krieg aus der Ferne. Sie verwickeln die Scheusale in kostspielige Gefechte gegeneinander. Sie geben ihnen Waffen und füllen ihren Geist mit dem Wissen, was sie sich gegenseitig besser wie sie sich gegenseitig besser verletzen können. Alles, damit sie nicht nach oben sehen und unsere goldenen Felder erblicken. Wie kann man das ändern? Jetzt habe ich schon so viel über den Blutkrieg gehört. Ich frage mich, ob ich da auch noch irgendwann hinkomme. Trias lehnt sich zurück. Seine verkohlten Flügel rascheln leise. Es gibt Wege, selbst den Geist von unsterblichen Generälen zu verändern. Sterblicher. Eines Tages werden sie es erkennen. Daran verzweifle ich nicht. Mal fahren. Wie kommt das, dass deine Flügel verbrannt sind? Das war ein Teil des großen Verrats. Sie haben mir die Flügel verbrannt, als sie mich in Ketten legten, damit ich ihnen auch durch die Erde nicht davonflöge. Es liegt in der Natur jedes Ortes, dass schöne Dinge hier nicht geduldet werden. Okay, ich muss ein Schwert suchen. Okay, nochmal. Warum nicht? Wie kann ich diese Ketten zerschlagen? Woher habe ich die Erinnerung? Wir wissen doch, die Ketten verzehren diese Erinnerung. Wenn ich noch das Symbol meines früheren Ranges besitze, könnten diese Ketten leicht geschlagen werden. Meine Klinge, das Himmelsfeuer, ist in den Händen der Schatten dieser Stadt. Sie benutzen sie, um ihr erbärmliches Gefängnis zu sichern. Könnte ich die Klinge nur in meinen Händen halten, dann wäre ich wieder frei. Hol mir das Schwert zurück, zerschlage meine Ketten und ich werde dir helfen. Okay. Der scheint wichtig zu sein. Die Frage ist nur,
Wie? Achso, da ist noch eins. Die Frage ist nur, ich bin weg. Wie finde ich sein Schwert? Wie komme ich daran? Wo kriege ich es her? Und so weiter. Also was ich hier unten schon erlebt habe, ich wette, derjenige, der das Schwert bewacht, ist scheißgefährlich. Wie lange habe ich ihn jetzt schon aufgenommen? Ich habe nicht geguckt, verdammt. Ich bin der Schnapsbrenner. Ich hasse den Schmied. Wenn ich einen Namen habe, verrate ich ihn dir auch. Weshalb? Was? Ich bin der Schnapsbrenner. Ich hasse den Schmied. Wenn ich einen Namen habe, verrate ich dir auch. Weshalb? Das will ich hoffen. So, die Tür redet mit mir, oder wie? Als du die erste Silbe aussprichst, ätzt und stöhnt das Portal. Bei der zweiten Silbe verdreht und ziehen sich die Metallhaken. Und bei der dritten Silbe springt das Portal auf. Das wär's dann. Ach du! Ich bin weg. Wollt ihr mich verkloppen? Was in drei Teufelsnamen machst du denn hier? Ich stand dann hier so ein bisschen rum. Ich bin auf der Suche nach einem Deva. Darf ich das sagen? Er lächelt. Du wirst schon noch früh genug dem himmlischen Chor beitreten, Dussel. Er zückt seine Waffe und greift an. Du Arschgesicht. Okay, da kommen immer mehr. Grace, tut mir leid, aber du verpisst dich jetzt schön. Hat der Korn noch irgendwas? Nee. Lass Grace in Ruhe, ihr Schweine! Auf ihn! Dieser Drecksack geht auf Grace los. Oh, der Korn hat auch ganz schön angesteckt. Moment. Das wird ins Kampfmarke Itemverschwendung. Das wird ein krasser Kampf jetzt. Ja, Grace hat auch angesteckt. Ist der da? Lass Grace in Ruhe, ihr Schweine. Okay, die gehen nur auf Grace und Dakar, diese Penner. Ich bin ein wenig aus der Übung. Gut, der eine ist tot. Oh Mann! Hört auf Dakar zu gehen, ihr Dreckigen. Langsam aber sicher wird's eng für die beiden. Oh. Das wollte ich nicht. So, der gute Dacon kriegt jetzt auch noch. Alle Mann, auf ihn! Hörst du auf? Lass Grace in Ruhe, du Sack! Oh. Mann, Grace und Dakar haben jetzt beide echt eingesteckt. So langsam aber sicher bin ich überladen. Er ist mein
Ich würde jetzt gern wieder nach oben in die Stadt und Zeug verkaufen. Und vor allem Heilung wieder einkaufen. Diese Säcke. So ein paar Wachen, die sind nicht schwach. Ist hier irgendwo was? Erledigt. Ich bin weg. Erledigt. Ich bin weg. Ach du Kacke. Ich hab's zu spät gesehen. Ihr Deibeln! Okay, jetzt muss ich auch mal nehmen. Oh, der Korn. Ist der da? Gut, dass ich noch 60 von denen habe. Der Call gibt die Heilung aus. Ja, da ist der nächste. Das ist crazy, nur du Arschgesicht. Klingt echt komisch. So, Mann, hat der viele Ringe. So viel kann ich nicht mehr tragen. Erledigt. Muss du ausgerechnet jetzt kommen, du Arschgesicht. Lass der Korn in Ruhe. Der Korn sag ich schon, Mord. Der geht schon wieder auf Grace los, dieser Devil. Oh nein. Ja, genau aus dem Grund. Komm her, jetzt gibt's ordentlich aufs Maul. Du auch? Mord! Oh, jetzt geht auf Anna los. Oh. Ja, der ist jetzt vollkommen überladen. Nein, du hast noch 2. Dann gebe ich dir 2. Du hast noch 5. 3. Das auch an. Das kriegt auch Anna. Ignis braucht die. Ah, stimmt ja. Davon Mord nimmt einen kleinen, ich nehme einen großen. Nicht ernsthaft, oder? Schon wieder so ein Feind in der Nähe. Da auf der anderen Seite oder wie? Ich bin weg. Ja, das ist jetzt 100 pro im Gefängnis. Mein Gott. Erledigt.
So. Schon gut. Das Gefängnis ist krass. Erledigt. Da drin jetzt krasse Figuren sind, dann, erledigt. Alter. Schon gut. Ja. Du Hund. Die haben Robert angesperrt, diese Säcke. Achso, ja, weil ich sie verpfiffen habe. So an. So, wer von euch ist jetzt nicht überladen? Ignus. Bacon. Erledigt. Erledigt. Und die ganzen Ringe Ignus. Hast nichts verloren? Nee. So, immer noch ein Feind in der Nähe. Ich halte es nicht aus. Hallo Roberta. Hm. Ich sagte hallo Roberta. Du siehst Roberta. Als sie dich bemerkt, verzerrt sie ihr Gesicht vor Wut. Du Mann, verseuchtes Stück Dreck. Sieh dir an, was aus mir geworden ist durch dich. Ihr Gesicht ist so rot, dass du denkst, sie platzt gleich. Ich muss jetzt weg. Wiedersehen. Ich bin nicht derjenige, der geplant hat, seinen Ehepartner umzubringen. Ihre Augen ziehen sich zu engen Schlitzen zusammen und sie spuckt dir ihre Worte fast ins Gesicht. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Karl hat sich von deinem Verrat ergötzt, bevor er mich hier einsperren ließ. Du Saat einer Hure. Apropos Hure, ist Kiri auch hier unten gelandet? Kiri? Sie schreit dich an. Du kennst die Antwort, du Schweinehund. Du willst mich nur noch mehr quälen mit deinem unschuldigen Getue. Tu so, als wüsste ich es nicht und erzähl mir, was aus ihr geworden ist. Das hinterhaltige Miststück ist Karls Geliebte geworden und so dem Gefängnis entronnen. Cleveres Mädchen, na dann, ich muss weiter, leb wohl. Sie starrt dich mit hasserfüllten Augen an. Ja, geh nur fort, aber eines sollst du wissen, ich werde nicht ewig in diesem Loch sitzen und ich werde euch nicht vergessen, dich und diese Schlampe. Betrachte sie nicht und geh. Ich könnte dich auch killen, Roberta. Oh, ich wette, da gibt es noch viel mehr Gegner. Ach, du Kacke. Und ich bin jetzt schon fast überladen. Ich könnte mal die Heilformel da verwenden. Ignus ist der mit den ganzen Ringen. Los, gebt sie Ignus. Boah, ja, der hat jetzt Ringe ohne Ende. Apropos Ringe. Kannst du auch einen anderen Ring tragen? Dein Silberarmband. Ring. Dann zieht euch da mal Ringe an. So. Zumindest etwas Platz besteht jetzt wieder. Goldarmband. Okay, da kommt noch viel Platz. Okay, jeder hat jetzt gut Platz. Schon gut. Schon gut. Schon gut. Das kannst du um die Ecke zaubern? Oh, du hast nichts mehr zum Zaubern, schade. Ja? Grace, du bleibst schön hinten. Erledigt. Erledigt. Na? Guten Tag. Ich warte auf Sie, Herr Wachmann. Haut ihn! Immer feste Druff!
stimmt ja, da kommt ja kaum noch was. Ist dann ein Flakon, kann ich nicht einsetzen. Ich nehme noch so ein. Ich könnte die Zelle aufmachen. Shit. Dreifach Shit. Alter Schwede, das sind jetzt viel. Ich muss Ignis hier rausschaffen. Alter Schwede. Boah. Das ist krass. Peter Kraus letzte Heilung ist draufgegangen. Ignus gibt das mal der Kor, der braucht es dringender grad. Das ist übel. Okay, du brauchst. Jeder hier braucht jetzt. Oh, gut, dass sich Grace da raushält. Die wäre schon lang tot umgefallen. Das ist kein Spaß. Doch, das Spiel macht schon Spaß, aber. Vor allem aufpassen. Boah. Letzter Herztalisman. Mord hat zum Glück noch gut Heilung. Glück bin ich hier mit tonnenweise Heilung eingegangen. Ich hätte sonst null Chance. Boah. Okay, noch zwei für mich. Anna noch zwei. Ignus schluckt am besten alle. Naja, fast alle. Ich muss am besten von hinten angreifen. Okay, jetzt wird's riskant. Gut, der ist weg. Und das letzte Heilung. Ignis hat gar nichts mehr. Inventar ist voll. Scheiße. Haben irgendjemand da? Okay, Grace hält sich schön raus. Das ist klug. Boah, Ignus. Anna am besten auch gleich. Ich will nicht die Ratte haben damit. Schon wieder Ignus. Ich kann froh sein, dass ich so viel Heilung mitgenommen habe, sonst hätte ich Probleme. Richtig krasse Probleme. Ich glaube, ich belasse das einfach mal bei Ignus. Diese Penner. Wow. Gut, dass du dich rausgehalten hast, Grace. Puh.
Heilung ist nicht mehr so groß. Bei Grace hat man. Wer hat von euch noch den meisten Platz? D'accord. Ich werde dich anhören. Ich werde dienen. Bitte. Hat Heilung fallen lassen. Ja gut, eine Heilung. Ein Talisman. Wie viele Ringe der einfach hat. Oh, da liegt noch Geld. Ausgeglichenheit in allen Dingen. Oh. Grace Schätzchen. Du hältst dich raus. Wir killen ihn. Ah, du Sack. Dein Weg ist mein Weg. Praktisch. Muss der Koi C heilen. Ich werde der Party schon mega lang. Wenn ich das Gefängnis in einen Rush durchmache. Innerer. Äußerer Ring, mittlerer Ring, innerer Ring. Und da ist bestimmt das Innenleben oder so. Oh, komm schon. Kommt her. Oh, drei. Ja, greift ihn doch an. Lasst euch nicht vermöbeln. Oh, fuck. Jetzt ist Grace auch in der Offensive. Grace müsste sich da raushalten. Grace, verpiss dich. Ihr alle auf ihn und Grace haut ab. So, jetzt auf ihn. Los! Lass Maul in Ruhe, du Sau! Okay, Grace bleibt jetzt immer hinten. So viel steht fest. Grace sackelt Geld ein ohne Ende. Ich bin weg. Okay, da ist noch ein Tor. Da gibt's ein. Da auch. Da auch. Ist ja einmal die falsche Tür öffne, bin ich erledigt. Ich hier, der wird da. Grace, schön hinten bleiben. Oh, die ist verschlossen. Schon gut. Ist das bei allen Türen? Erledigt. Wahrscheinlich. Oh, da liegt tonnenweise. Schon gut. Zeug. Hat von euch noch richtig viel Platz? Haha, d'accord. Den meisten Platz. So Geld und Zeugs lassen die echt mehr als genug hier. Ich bin es. Ich bin es. Erledigt. Ich weiß, dass du es bist. Schon gut. Eigentlich. Ja? An Erfahrungen zugewonnen. Grace, verpiss dich! Das hat man nun davon, wenn man sich einmischt. Warum hast du gerade Schaden genommen? Wegen der Falle? Helft ihm gefälligst. So, und jetzt er hier. Oh Gott. Der nächste. Greif doch gefälligst an! Anna, du sollst auch. K.
Cord auch nur mehr einen Platz. Okay, Mord muss regeln. Bekommst du sofort, Meister? Bekommst du sofort, Meister? Ach, kotzt mich nicht an, Leute. Da unten ist er schon wieder. Na dann komm her. Oh ja. Ignus! Jetzt muss ich warten, bis diese scheiß Musik aus ist. So. Spiel safen, ja. Irgendjemand von euch hatte einen Stufenaufstieg. Anna. Ein Trefferpunkt, scheiße. Fallen finden, Türen öffnen. Egal. Oder? Laden, ne? Laden mal. Ja? Zwei gewonnene Trefferpunkte, perfekt. Alles klar. Ich bin jetzt leider ziemlich überladen. So ziemlich überladen. Anna hat nichts mehr. Grace hat noch ein bisschen was, aber die hält sich eh raus. Anna müsste sie geben. Okay, dann gib Anna mal ein bisschen. Das wollte ich nicht. Ist eh nicht mehr viel von dem Gefängnis übrig. Ich will wenigstens noch das Gefängnis jetzt beenden, weil ich bin jetzt schon so weit. Ja! Wer von euch hat Platz? D'accord. D'accord, du hast Platz. Silberarmband, ja, von mir aus. Achso, nee, geht ja nicht. Ohrring? Ohrring der verzerrten Zähne. Der verketterten Zähne. Gebe ich den noch so ein. So tief bin ich schon gesunken, jetzt muss ich Ohrringe anziehen. So, Grace, D'accord kann nicht, ich, Mord kann nicht, ich habe zwei. Nee, ich habe kein Ohr. Hm? Okay, Ignus hat jetzt wieder ein bisschen Platz. Ignus? Verpiss dich. So. Die Frage ist nur, wer kriegt's? Ich geb's mir. Inventar voll. Fuck. Alles ist überladen. Alles. Erledigt. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder so eine doofe Falle. Grace. Ja? Rückzug. So, ihr anderen macht euch bereit. Das könnte jetzt wieder ein Kampfmarke Itemverschwendung werden. Greif doch an! Warum tut ihr nichts? Brauchst du dich nicht wundern, wenn du eine auf die Mütze bekommst? Ja?
Hautfetzen. Das würde ich jetzt aber trotzdem gerne lesen, den Hautfetzen. Hautfetzen, okay, da steht etwas mehr. Dies ist ein Hautfetzen, der anscheinend sorgfältig von einem Bein entfernt wurde. Wahrscheinlich von der Leiche in der Zelle. Eine hastige Notiz ist darauf geschrieben worden und als Tinte wurde offensichtlich getrocknetes Blut verwendet. Folgendes ist da zu lesen. Und ich niese gleich. Sie können mich nicht für immer in diesem Gefängnis behalten. Ich werde frei sein. Ich werde alles für meine Freiheit opfern. Ich habe bereits einen Finger gegeben, den ich in einen Schlüssel zum Schloss an meiner Tür geformt habe. Wenn die Wachen weg sind, werde ich entkommen. Und sie werden nichts als diese Nachricht finden. Ich hoffe nur, dass ich nicht verblute. Okay. Ich werde es so einrichten. Schon gut. Scheiß Fallen! Okay, ein Finger oder wie? Ich bin weg. Okay, das ist auch eine Zelle. Erledigt. Ich bin weg. Bewegung. Oh nein, da geht's auch noch rein. Oh, fuck you. Boah, dieses Gefängnis hat zwar in sich. Erledigt. Grace, du bleibst hier immer draußen. Mort braucht ein bisschen Heilung. Ist klar, Leute. Grace, es ist sicher, kannst kommen. Erledigt. Erledigt. Cassius. Du siehst einen grob schlächtigen, korpulenten Mann, aus dessen Körper überall Fettwürste hervorquellen. Ekelhaft. Er wendet sich dir langsam zu und als sein Blick auf dich fällt, drängt sich dir plötzlich ein Gefühl unaussprechlicher Gefahr auf. Trage die wahre Essenz des Schwertes in mir. Was du vor dir siehst, ist nur eine oberflächliche Hülle. Die Klinge ist in mir. Du musst mich besiegen, um sie zu bekommen. Wer bist du? Seine tiefe Stimme tönt unter den Fettschichten hervor. Mein Name ist Cassius. Ich war einst die größte Waffe eines verstorbenen Herrn des Abgrunds, Artorias. Und seine Erben suchen noch immer nach mir. Ich bin ein furchtbares Geheimnis der chaotischen Ebenen und ich bin der Hüter dieser Klinge. Du warst eine Waffe? Ich war einst die wirkungsvollste Waffe im ganzen Abgrund, geformt nach den Wünschen meines Herrn. Ich war imstande, Verderben über jedes Wesen hereinzubringen. Ich habe mehr Feinde meines toten Herrn niedergemetzelt, als die meisten Leute Augenblicke in ihrem Leben haben. Mein Bruder, mein fahler Schatten, mein Xekil tötet noch immer in den Tiefen des Abgrunds. Warum bist du fortgegangen? Mein Herr sank ins Herz des Abgrunds, während ich morden war. Als ich von dem Anschlag zurückgekehrte, war er verschieden und seine Erben kamen herbeigeeilt, um mich einzufordern. Keiner von ihnen konnte mich zähmen, also ging ich fort. Meine jetzige Pflicht ist sehr angenehm. Alle, die herkommen, töte ich. Es ist nicht besonders anstrengend. Könntest du mich auch töten? Er betrachtet dich aufmerksam. Nach einer Weile verkündet er, ich könnte es, obwohl es ein harter Kampf werden würde. Willst du, dass ich dich töte? Ich bin wirklich nur hier, um die Klinge zu holen. Seine Stimme ist abgrundtief. Dieses Schwert versorgt das Gefängnis von Verdammnis mit Energie. Wird es entfernt? Achso, das Schwert da links sehe ich jetzt erst gerade. Ich dachte, das Schwert wäre in ihm. Weil ich gucke eigentlich nur auf den Text und nicht aufs Bild. Würde es entfernt werden, alle Insassen, die verdammt sind, in Vergessenheit zu geraten, befreit. Ich habe den Auftrag, dies zu verhindern. Willst du die Klinge? Ja. Also dann, es gelten folgende Regeln. Du musst zwischen drei Möglichkeiten wählen. Kraft, Geist oder Schnelligkeit.
Solltest du in einer von ihnen versagen, werde ich dich vernichten. Okay. Ich wähle Kraft. Dann lass uns kämpfen. Wenn du gewinnst, sollst du die Klinge von meinem Leichnam haben. Gewinne ich, werde ich mich an deinen Überresten weiden. Na gut. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Okay, Leute. So viel zur Kraft. Der macht ja unmenschlich viel Schaden. Wie oft stirbt dieser Dummkopf denn noch? Ja, der macht unmenschlich viel Schaden. Laden. Erledigt. Ich bin weg. Okay, da ich jetzt weiß, was auf mich zukommt. Oh, ist das Vieh zäh. Ich frag mich, wie lange ich schon aufnehme, aber das werde ich später eh sehen. Es ist eh schon 3 Uhr morgens, wow. Okay, Grace geht mal wieder auf die Seite. Wer bist du? Ist deine Waffe? Ich bin hier, um die Klinge zu holen. Kraft, Geist, Schnelligkeit. Okay, dann will ich Geist. Dann werde ich dir 3 Rätsel stellen. Wenn du sie nicht löst, werde ich dich vernichten und einen Dudelsack aus deinem Schädel formen, auf dem ich deinen Geist bis in Ewigkeit ein Lied der Folter spielen werde. Ist gut, stelle deine Rätsel. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Wir beginnen mit einem klassischen Rätsel. Was geht am Morgen auf 4 Beinen, am Mittag auf 2 und am Abend auf 3 Beinen? Das Rätsel habe ich schon mal gehört. Weiß die Antwort. Der Mensch bei der Geburt, genau, auf allen 4 krabbelt, Jugend auf 2 und im Alter mit einem Stock, genau. Das ist richtig. Zum zweiten Rätsel. Ich knurre, doch Worte kommen nie über meine Lippen. Ich kann leer sein, doch niemals bin ich voll. Was bin ich? Du weißt die Antwort. Du bist der Hunger. Okay, ich knurre ohne Worte. Ohne Worte über Lippen kommen. Ich kann leer sein. Niemals bin ich voll. Okay. Ja, das dritte Rätsel lautet, was fliegt und kann niemals stillstehen? Was verschlingt alles, was es berührt und ist doch alles? Und ist doch nichts. Was kann nie verdient oder verliehen werden und wird doch immer verschwendet? Die Antwort lautet die Zeit. Moment. Die Zeit fliegt und kann nie stillstehen. Ja, das stimmt. Die Zeit verschlingt alles, was es berührt. Und ist doch nichts. Es kann nie verdient werden oder verliehen werden und doch wird es immer verschwendet. Ja, die Zeit. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Du hast mich geschlagen. Deine Erscheinung ließ mich annehmen, dass deine geistigen Fähigkeiten deinem vernarbten Äußeren entsprechen. Ich bin meiner Pflicht nicht gerecht geworden und ich händige dir die Klinge aus. Ich muss diesen Ort verlassen. Danke. Okay, das war wesentlich einfacher. Ich konnte nicht mehr tragen, da musste ich fallen lassen. Okay, wer von euch hat jetzt noch Platz? Mord nicht. Dacon. Halte aus. Werde stark durch das Himmelsfeuer. 3 bis 18, what the fuck? Kann nur von rechtschaffend guten Charakteren verwendet werden. Das Himmelsfeuer ist das einzige, was Trias noch an die oberen Ebenen erinnert. Diese schwere Klinge fühlt sich warm an und entlang der Oberfläche der Klinge sind Flammen eingraviert. Die Feinheit dieser Gravuren ist atemberaubend und mit solcher Meisterhaftigkeit gearbeitet, dass das Schwert aus metallischen Flammen zu bestehen scheint. Jemand muss Jahrhunderte daran gearbeitet haben. Das Metall der Klinge kommt dir nicht bekannt vor. Es ist schwer, aber glänzt wie Silber. Das Schwert sieht aus, als wäre es schon tausende von Jahren alt. Ein leichtes Summen lässt sich in ihm spüren und die Schwingungen werden stärker, wenn es menschliches Fleisch berührt. Es überrascht einen nicht, dass das Himmelsfeuer nur von Trägern mit ausreichender Stärke und Reinheit
des Herzens verwendet werden kann. Im Nahkampf geht von dem Himmelsfeuer plötzlich eine heilige Strahlung aus, die sämtliche böse Wesen, die ihn im Kampf trifft, verbrennt. Klingt sehr stark. Okay, Grace ist die Einzige, die jetzt noch Platz hat. Hier. Okay, ja, das war's. Der Intelligenz habe ich gesiegt. Ja, logisch, weil... Ah, jetzt verstehe ich's. Scheiße! What the fuck? Verpiss dich. Da hast du's, du Schwächling. Jetzt gehen die auf Roberta, oder wie? Nee. Wo ist denn der Ausgang? Ich muss hier weg. Shit! Okay, da nach oben muss ich. Okay. Ja, ich weiß, ich hau ab, ich bin feige, aber hey, mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Obla, das war eine falsche Taste. Ja, bewegt euch! Oh Gott! Egal, dran vorbei. Schon gut. Grace, ja, Walt ist auch sicher. Schon gut. Ich bin weg. Die werden jetzt schön da drin sich prügeln. Und dessen hau ich ab. Okay, jetzt bin ich aber wirklich den Part, weil jetzt geht er wahrscheinlich eh schon ewig lange. Das war Planescape Torment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!